Herzlich willkommen zur heutigen Websession mit dem Thema Microsoft 365 PowerBoost – erfolgreiches Projektmanagement mit innovativen Tools und KI-Technologien. Präsentiert vom VDI Wissensforum. Mein Name ist Bernhard Reinisch, ich bin Key Account Manager beim Projektmagazin und für die PM-Welt. Als Referentin begrüße ich Angela Schnellert. Sie ist eine erfahrene Expertin für digitale Transformation, insbesondere für Microsoft Cloud-Lösungen wie Teams, SharePoint, OneDrive und viele andere. Frau Schnellert berät zu deren effizienten Einsatz, aber auch zu organisatorischen Fragen in Bezug auf Arbeitsmethoden und gibt dazu Workshops, unter anderem auch in Zusammenarbeit mit dem VDI Wissensforum, das ist ein Weiterbildungsspezialist für Ingenieure und technische Führungskräfte mit einem breiten Seminarangebot auch zu Projektmanagement-Themen. Heute zeigt uns Frau Schnellert, wie Sie Ihre Effizienz mit Tools von Microsoft 365 maximieren können, auch mit Hilfe von KI-Integration und das an konkreten Anwendungsbeispielen aus der Projektarbeit. Sie hat für uns einige praxisorientierte Tipps und Quick-Wins, die wir in realen Projektsituationen zur Effizienzsteigerung nutzen können. Liebe Angela Schnellert, ich übergebe jetzt Kamera und Mikro an Sie. Wir sind alle sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Dankeschön, Herr Reinisch. Das war im Grunde schon eine wunderbare Einleitung, muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte auch alle noch mal herzlich begrüßen. Also 224 Personen haben den Weg hierher gefunden und noch weitere warten auf den Einlass. Also es scheint ein Thema zu sein, das doch auf großes Interesse stößt. Und da möchte ich auch gar keine Zeit verschwenden, sondern gleich meinen Bildschirm für Sie entsprechend freigeben. Es gibt hier auch eine Folienpräsentation, die Sie bekommen werden. Also Sie müssen sich jetzt keine Screenshots oder, na, gibt ja auch eine Aufnahme, aber im Grunde kriegen Sie die Folien auch von mir als PDF-Datei und können die dann entsprechend, können sich im Nachgang das entsprechend auch noch anzeigen lassen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mal, haben ja nur eine kurze Stunde. Ich werde mich bemühen, da Ihnen möglichst viel zu zeigen in dieser Stunde. Vielleicht noch zu meiner Person. Da hat ja der Herr Reinisch fast schon alles gesagt. Aber ich wollte es noch einmal darauf hinweisen, dass ich eine IT-Beraterin aus München bin. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung. Mein Fachgebiet ist vor allem Microsoft 365, dort SharePoint, aber auch die anderen Apps wie Teams und Planner und was wir heute noch so sehen werden. Und im Grunde, na, neudeutsch, bin ich ein User Adoption Specialist. Das heißt, ich erläutere Personen aus Unternehmen, aus den verschiedensten Bereichen, wie sie das Beste quasi aus diesem Softwarebündel da herausholen möchten. Können. Wenn Ihnen das heute gefällt, wenn Sie tiefer einsteigen möchten, weil das ist natürlich nur eine knappe Stunde, da kann man schon noch mehr machen, als ich in dieser einen Stunde zeigen kann, dann, Sie sehen, da ist ein QR-Code, den blende ich auch nachher nochmal ein. Da gibt es dann ein Seminar beim VDI Wissensforum, wo wir das alles noch genauer, ne? Da haben wir dann 2 Tage Zeit und dann können Sie auch selber ausprobieren und dann gehen wir da gestärkt heraus und weiß einfach viel mehr wie vorher und kann das in seinem Berufsalltag dann entsprechend auch einsetzen. Was habe ich mir heute, ne, so vorgenommen für Sie? Wir sprechen mal einfach nur über Microsoft 365 allgemein. Was muss ich da wissen? Wir werden um Microsoft Teams nicht herumkommen. Das ist die Informationszentrale für Ihr Team, für Ihr Projekt. Also das werden wir uns auch anschauen, auch wenn es die eine oder der andere heute wenn ihr das schon kennt. Natürlich werden wir auch weitere Apps kennenlernen. Also ich habe mal natürlich SharePoint mit auf dem Plan, Microsoft-Listen, die ein etwas unscheinbares Leben manchmal fristen. Das möchte ich ändern. Aufgabenmanagement mit Planner, Automatisierung von Workflows über Power Automate, Integration von KI durch Unterstützung von Microsoft Copilot und den einen oder anderen Tipp und Trick möchte ich Ihnen natürlich auch mitgeben. Und nach dieser, ich werde versuchen, so 10 bis 5 Minuten vor 12 zu schließen, dann können Sie die Fragen stellen und ich habe auch danach noch ein bisschen Zeit oder Sie schicken mir eine Mail, ganz oldschool, schicken Sie mir eine Mail
Und dann kann ich auch gerne Fragen noch per Mail beantworten. Und wenn jemand meint, ah, die kann vielleicht bei uns das auch im Unternehmen mal vortragen, kein Problem, ich komme auch gerne zu Ihnen. Das ist ganz klar. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wissen Sie, was Sie erwartet. Frage ist natürlich, ich gucke jetzt mal, wie viele Leute sind da. Also 273 Personen haben wir jetzt hier. Und das wäre nicht so, wenn es nicht irgendwie Schmerzpunkte gäbe in der Abwicklung im Projekt, wo die Leute sagen, das funktioniert nicht so. Und ich sammle immer diese Problemstellungen, ne, was die Leute mir so sagen, klappt denn, oder was könnte man noch optimieren, um es mal positiv auszudrücken. Ne? Also was immer wieder genannt wurde, wir haben hohe Anforderungen an Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, die Leute arbeiten uneinheitlich, keiner findet irgendwas, sage ich mal umgangssprachlich. Das ist immer ein großes Problem. Auch großer Schmerzpunkt, ineffiziente Meetings, ne? Man trifft sich, man hat sich nicht unterhalten, was ist rausgekommen, machen wir beim nächsten Meeting dann. Also um ganz überspitzt zu sagen, wahrscheinlich sind sie viel besser organisiert. Aber immer wieder höre ich, die Meetings sind zu viele, zu lang und der Output ist nicht qualitativ ausreichend. Ne? Wir vermissen eine zentrale Aufgabenverwaltung. Welches Tool soll man denn dann nehmen? Wo liegen denn jetzt eigentlich Daten? Wo kann ich das sichern? Externe sollen beteiligt werden, um Gottes Willen. Wie geht denn das? Wie kriege ich Externe ohne großen Aufwand in unser Projekt integriert? Wie kann ich mir die Terminplanung, die Budgetplanung erleichtern? Wie kann ich Projektfortschritte tracken? Wie kann ich einen Überblick haben, über, wenn ich mehrere Projekte betreue, über alle meine Projekte? Und was auch oft moniert wird, es gibt im Projekt oder auch im Unternehmen gibt's keine verbindlichen Regeln für die Nutzung von dem Toolset und die Leute müssen das quasi immer wieder von neu erfinden. Also das sind die Klagen, die an mich herangetragen werden und die Antwort auf diese Probleme empfehle ich in dem Microsoft 365 Toolset zu finden. Allerdings, bevor wir da jetzt starten, die ersten Tipps sind noch völlig ohne Tools. Ne? Da braucht man noch gar kein Werkzeug, weil es ändern sich die Tools. Ne? Vor 10 Jahren gab es noch kein Microsoft Teams. Das gibt es erst seit 2017. Ne? Die Art zu arbeiten hat sich natürlich auch schon verändert. Aber genauso wie man hier sieht auf der Folie, ne? vom simplen Hammer bis zum Hightech-gestützten Tablet, Virtual Reality Arbeitsplatz, nicht nur die Werkzeuge ändern sich, sondern auch unsere Art zu arbeiten muss sich unbedingt ändern. Und eines, was man sich schon merken muss, die 365 Tools, die fördern und erleichtern die Zusammenarbeit in Projekten, aber die ersetzen nicht die Kommunikation mit den Teammitgliedern. Ne? Ah, da habe ich mich vertippt, ne? Mitglieder, aber Sie wissen, was ich meine. Ich muss mit meinen Leuten reden, welche Tools nutzen wir die, wie nutzen wir die, wer ist alles im Team dabei, welche Möglichkeiten haben wir und dazu sollten wir Vereinbarungen treffen, weil von selbst werden die Leute das nicht herausfinden. Ne? Oder vielleicht den Tools aufgeschlossenere Hälfte findet es raus und die anderen stottern hinterher. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die volle Power unseres Teams entfalten und das geht nur, wenn wir alle mit an Bord nehmen. Ne? Und hat auch der Satya Nadella, den habe ich natürlich auch mitgebracht, ne? Hier kann sich jetzt nicht wehren, wird da mal kurz gezeigt, der hat gesagt, ne, wenn Sie sich das Neue nicht aneignen, dann wird es schwierig werden, so würde ich das mal salopp übersetzen. Also auch Satya Nadella empfiehlt, und ich schließe mich da an, machen Sie sich mit den Tools vertraut, nutzen Sie die vielleicht am Anfang erst bei einem kleinen Projekt, ne, dass sie einfach mal reinkommen und sie werden sehen, die Mehrwerte sind enorm. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir mal die ganze Geschichte an. Also na, jetzt habe ich 283 Personen sind jetzt hier. Ist natürlich immer ein Risiko, in die Demo zu gehen, aber ich bete jetzt, dass die Demo-Götter uns wohlgesonnen sind und ich traue mich jetzt mal, das alles im Grunde mit Demo zu machen. Details
finden Sie dann in den Folien. Ne? Deswegen habe ich so viele Folien, weil ich Ihnen vieles in der Demo natürlich zeigen möchte. Also wo bin ich jetzt? Ich habe jetzt geöffnet, ne? Ich habe jetzt geöffnet diese Microsoft 365 Startseite mit einem Dummy-User. Das ist also nicht meine echte Arbeitsumgebung. Na, nicht, dass jemand sagt, aber sehen wir da alles. Und das ist bereits mein erster Tipp, wenn das, was die Tools angeht. Also es gibt bei Microsoft 365 eine Startseite, die Sie aufsuchen können unter der Adresse office.com. Ganz einfache Sache. Und nach Anmeldung finde ich hier alle meine Inhalte. Da kann ich auf dieses Suchfenster drücken. Da finde ich die Apps, die ich starten kann. Ich finde die Dateien, ich finde Kollegen, ich finde Dateiablageplätze und ich könnte jetzt hier auch nach Dokumenten suchen. Also ich suche mal hier nach irgendeinem Dokument, Volltextsuche über alle Dokumente. Also dieses, ich finde die Sachen nicht und ich muss so viel rumsuchen, diese Herausforderung könnten wir entgegentreten, indem wir mit Microsoft 365 arbeiten und dann sind unsere Dokumente besser auffindbar, wenn die in der Microsoft 365 Cloud unseres Unternehmens liegen. Ne? Microsoft garantiert, dass die Daten alle datenschutzkonform abgelegt sind. Die liegen in Europa, in Deutschland, in der Cloud von Microsoft. Und eine Voraussetzung, dass alle diese Sachen, die ich Ihnen heute noch zeigen werde, klappen, ist, dass die Dokumente, die Sie nutzen, in der Cloud liegen. Also von Laufwerken, von Fileshare, ne, oder Worst-Case-C-Platte müssen wir Abschied nehmen. Die Dokumente müssen in der Cloud liegen. Und da haben wir bei Microsoft 365, wir haben ja viele Apps, ne, ganz viele Apps gibt es da, die wir nutzen können. Die gute Nachricht ist, Sie müssen nicht alle Apps nutzen. Ich mache dieses Fenster mal zu. Sie müssen nicht alle Apps nutzen. Sie suchen sich halt die raus, die für Ihre Arbeit am wichtigsten ist. Aber ganz wichtig ist, um zwei Dinge kommen Sie nicht herum. Um die Ablageplätze in der Cloud. Und da haben wir genau zwei. Meinen persönlichen OneDrive for Business. Das ist meine eigene persönliche Ablage für Entwürfe, für mein persönliches Zeug, wenn ich nicht oder nur kurzfristig teile mit Kollegen. Und es gibt SharePoint, den guten alten SharePoint, den gibt es schon lange. Aber das ist die Dateiablage auch im modernen Microsoft 365-Umfeld für die Teams. Na, und wenn Sie die Dokumente nicht auf diese Cloud-Ablagen legen, dann verabschieden Sie sich automatisch von den besten Vorteilen. Und ich sage immer gemein, Dokumente auf Laufwerke sind tote Materie. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber Sie finden das nicht über die Suche. Sie können die wunderbare Suche da nicht nutzen und Sie haben einfach sehr, sehr viele Nachteile. Aber ich schließe jetzt mal diese Startseite und gehe weiter. Der nächste Tipp wäre natürlich, das liegt auf der Hand, was nutzen wir, um unsere Projekte abzuwickeln? Wir nutzen ein Team in Teams. Ne? Also sowas macht man nicht. Ein Projekt von einer gewissen Größe werden wir nicht im 1-zu-1-Chat oder in der Chatgruppe lösen können, sondern wir brauchen den Bereich Team in Teams. Und das wäre natürlich die Empfehlung, lassen Sie sich von der IT, wenn Sie das nicht selber dürfen, ne, dann darf es die IT, die legt Ihnen ein Team in Teams an und dann sind Sie Besitzerin, Besitzer von so einem Team und können jetzt das als Zentrum Ihres Projekts quasi betreiben. Ne? IT-Leute sagen, das könnte der Single Point of Truth sein, also der Punkt der Wahrheit, ne? Wo alle Informationen quasi wie in einem Zentrum zusammenlaufen. Ne? Und in so einem Team in Team, da kann ich neue Teamkanäle erstellen und das habe ich bereits gemacht. Also die Teamkanäle, ne? Die Teamkanäle sind Chatbereiche, themenzentrierte Chatbereiche, die ich einrichten kann. Und dort können wir uns dann zu unserem Team, unseren Projektthemen austauschen. Hier kann ich auch ganz einfach Mitglieder hinzufügen, wenn ich verantwortlich bin für das Team. Und dann kann ich auch externe Personen, in der Regel, wenn das Unternehmen das nicht anders regelt,
kann ich die Personen auch externe einfach mit Namen und E-Mail-Adresse einladen. Ne? Bei den internen reicht der Name, externen brauche ich die Mail-Adresse. Und dann kann ich meine Teamgruppe zusammen basteln und alle Personen, die ich in das Team einlade, haben Zugriff auf alle Chatkanäle, auf alle Inhalte, die in diesen Chatkanälen, die in diesen Chatkanälen gesammelt werden. Und dann haben wir eine offene Kommunikationsweise, die dem modernen, agilen Projektarbeiten natürlich sehr entgegenkommt. Wenn es Inhalte gibt, die die Externen nicht sehen sollen, dann kann ich natürlich so einen privaten Kanal anlegen. Ne? So, der hat dann so ein Schlösschen und dann darf nur ein Teil der Teammitglieder rein. Übertreiben Sie es nicht. Ne? Ein Team sollte nicht nur aus privaten Kanälen bestehen, sondern nur einige wenige private Kanäle, meiner Meinung nach. Aber prinzipiell, ich als Ersteller der Kanäle lege immer fest, wer darf rein, alle oder eine Teilmenge von meinem Team. Und jetzt haben wir einen Kanal und in diesem Kanal können wir uns, ne, klickt mal so ein bisschen durch meine Kanäle durch, in diesen Kanälen können wir uns austauschen mit Chat. Ne? Wir brauchen also jetzt keine E-Mail mehr. Ne? Also diese Last der vielen projektbezogenen E-Mails, wo keiner weiß, wer hat die Informationen, hat er die jetzt weitergegeben, sind alle entsprechend informiert. Das muss, ne, das darunter muss ich nicht leiden, sondern wir wissen, wir nutzen das zumindest nicht mehr für die interne E-Mail, sondern wir schreiben alles, was wir uns untereinander zu sagen haben, in den Teams-Kanal hinein und dann ist jeder immer gleichermaßen informiert und jeder kann sich austauschen. Und wenn ein neues Mitglied dazukommt, müssen wir ihm nicht 500 Mails weiterleiten, sondern ich lade ihn in unser Team ein und dann kann er sich durch die Kanäle durchlesen. Wenn sich dann doch mal eine Mail verirrt, ne, ein Kanal hat auch eine E-Mail-Adresse, dann kann ich die E-Mail auch einfach in den Kanal hineinschicken. Bitte nicht einfach neuen Verteilerposten mit aufnehmen, den auch noch in CC. Nein, wir wollen ja weniger E-Mail. Wir wollen offener kommunizieren, Wissenssilos vermeiden. Also kommunizieren wir in diesen Kanälen. Und wenn das ganz wichtige Themen für Sie sind, na, dann können Sie sich auch noch einrichten, dass Sie über irgendeinen Kanal noch genauer auf dem Laufenden bleiben, ne, sich für alles informieren lassen. Also mit Kanalbenachrichtigungen bleiben Sie dann auch auf dem Laufenden, gerade in der Umgewöhnungsphase, wo man vielleicht sagt, wir haben noch nicht mit Teams gearbeitet, dann gewöhne ich mich um und lasse mich benachrichtigen und das kann ich dann später entsprechend ausschalten. Also was empfehle ich? Arbeiten Sie mit Microsoft Teams. Bauen Sie kleine agile Teams mit wenigen Kanälen, nicht so große, ne? Monster-Teams vielleicht mit einem Kanal für jedes Projekt, würde ich nicht machen, jedes Projekt ein eigenes Team und dann laden Sie nur die Leute ein, die Sie unbedingt dabei haben müssen, dann können Sie auch eine offene Kommunikation in offenen Standardkanälen führen und dann können wir loslegen. Ne? Wir tun damit, mit so einem Team in Team lösen wir viele Probleme, ne? Viele Herausforderungen. Ich kann von überall her arbeiten, mit jedem Endgerät. Gibt auch Mobile-Apps für fast alles, was ich hier zeige. Gibt es eine Mobile-App für Smartphone, fürs Tablet. Die Externen haben wir dabei. Das agile Arbeiten, ne, das Vermeiden von Wissenssilos. Und wir haben jetzt eine zentrale Anlaufstelle für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Ne. Jetzt habe ich mal so ein Use Case mir ausgedacht. Wir haben ein Projekt. Einführung, neue Bausoftware und da habe ich jetzt einen Kanal für die Techniker gebaut und dort können wir uns jetzt austauschen. In jedem Kanal gibt es auch einen Reiter Dateien. Ne? Da gibt es einen Reiter Dateien und dort können wir, jetzt haben wir die Kommunikation in dem Kanal, jetzt können wir noch die Dokumentation in diesem Kanal auch führen. Hier sind die Dokumente dann abgelegt, die wir zu unserem Thema quasi gemeinsam bearbeiten wollen. Können wir auch Ordner reinmachen. Frage wäre natürlich, wo liegen die Dokumente? Und die Antwort ist, die Antwort, die immer richtig ist, ist in der Cloud. Ne? Also Dokumente, die ich in Teams nutze, sind immer in der Cloud. Ne? Da gibt's fast keine Möglichkeit mit irgendwelchen Laufwerken, zu was auch. Ne? Die Laufwerke sind immer so gut. Wir nutzen SharePoint oder
wenn es was Persönliches, ein Entwurf ist, dann tue ich es auf meinen OneDrive. Und hier, wenn ich den SharePoint finden will, klicke ich einfach auf die drei Punkte oder rechte Maus auf irgendeine beliebige Datei und sage in SharePoint öffnen. Ne? Und dann öffnet sich die SharePoint-Website an der zugehörigen Stelle. Na, und da finde ich alle Dokumente für meinen Kanal in einem Bereich. Wenn Sie in die Cloud was reinladen, kriegen die Dokumente automatisch einen erweiterten Funktionsumfang. Also hier habe ich zum Beispiel die Folien für heute. Die habe ich natürlich in die Cloud gelegt, ne? Wo sonst? Alle Dokumente, gerade ich spreche jetzt vor allem auch von Office-Dokumenten, ne? Gilt im eingeschränkten Maß auch für andere Dateiformate. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, geht aber auf jeden Fall immer alles. Dort habe ich automatische Speichern. Dort habe ich automatische Speichern in meinen Office-Programmen integriert. Ich kann über die Titelleiste meine Dokumente im laufenden Betrieb umbenennen. Ich kann sie verschieben in einen anderen Ordner auf der Ablageplatz. Und das ist jetzt wirklich der Game Changer schlechthin. Es gibt eine Versionierung. Jedes Dokument wird versioniert, was ich auf den SharePoint hier lege. Und Sie sehen, ich kann das in dem Office-Dokument kann ich sogar den Versionsverlauf öffnen und dann kann ich entsprechend die alten Versionen ansteuern und öffnen. Also wenn ein Fehler passiert ist, Sie Ihre Excel-Formel zerschossen haben, eine Folie aus dem PowerPoint fehlt, alles kein Problem, kriege ich wieder her über diesen Versionsverlauf 500 Versionen. Also das sollte eine Zeit lang reichen. Wenn es gar nicht reicht, kann ich hochschrauben bis auf 50.000. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie das vielleicht nicht, ne, dass Sie vielleicht nicht 50.000 Versionen hier verwalten müssen. So, also alles, was ich hier reinlade, kriegt also schönere, modernere Funktionen. Und das Ganze ist natürlich auch noch, jetzt versuche ich gerade da oben, Sie sehen, ich arbeite ja immer mit Teams, ne? Ich arbeite ja immer mit Teams nicht mit Zoom, ne? Das liegt ja auf der Hand, aber für das Projektmagazin habe ich gesagt, okay, das machen wir jetzt, da gehe ich in das Teams, in das Zoom hinein. Wir können natürlich hier auch Co-Authoring machen, das heißt, ich kann einfach eine Datei anklicken und wenn ich die Datei entsprechend anklicke, dann öffnet sich die Datei zum Beispiel im Browser oder in der Desktop-App. Das kann ich mir aussuchen. Ah, das wollte ich eigentlich vermeiden. Habe den Reiter ja geöffnet. Das liegt jetzt irgendwo an, ne, dass ich jetzt in einem großen Webinar bin und da braucht ein bisschen Bandbreite. So, und jetzt habe ich hier dieses Excel geöffnet. Und da kann ich jetzt entsprechend drin arbeiten. Und wenn meine Kollegin, die Angela Schnellert, ne, wenn die auch entsprechend weiterarbeiten möchte, ich versuche jetzt gerade den Reiter da zu finden, mein Browserfenster etwas kleiner zu machen. Kann ich das aus? Das sehen wir mal wieder. Ne? Also hier bin ich jetzt quasi hier in meinem Teams-Kanal, dann mache ich das halt über den Teams-Kanal. Das ist ja... Da habe ich jetzt hier meine Pivot-Daten und da kann ich natürlich auch hineingehen, entweder im Teams-Kanal oder im Browserfenster und kann hier gemeinsam gleichzeitig mit meinem Kollegen, dem IT-Trainer, na, ich sehe, hier ist der IT-Trainer und dann kann ich mit dem gemeinsam gleichzeitig diese Datei bearbeiten. Also ist auch eine schöne Sache, ne? Dieses Co-Authoring. Und da gibt es auch noch etwas Hübsches. Na, ich habe gesagt, ich bringe ein paar so Tipps mit, was es noch gar nicht so lange gibt. Auf der Registerkarte überprüfen in Excel. Das wird die Excel-Freunde freuen. Da gibt es jetzt so einen Button, der heißt Änderungen anzeigen. Und da sehen wir entsprechend Änderungen, die in der letzten Zeit in dieser Mappe gemacht wurden. Na, und dann kann ich nachvollziehen, wer hat wann, in welcher Zelle, welche Änderungen gemacht. Also das sind schöne Sachen, die vermisst wurden, ne, dass man gesagt hat, wie kriege ich denn mit, was die anderen machen. Das wurde jetzt entsprechend hier eingebunden. Also nochmal, vielleicht für die mit Teams noch nicht so viel gemacht haben, kann ja sein, dass sie das noch nicht so häufig genutzt haben. Es gibt
die Chat-Kanäle, ne, wo wir uns unterhalten können im Chat. Und es gibt den Bereich Dateien. Und der Dateibereich ist immer verbunden mit Microsoft SharePoint. Also für jedes Team in Teams gibt es eine eigene SharePoint-Website. Und in dieser SharePoint-Website können Sie dann arbeiten. Aber das ist natürlich bei Weitem noch nicht alles, ne? Wir haben auch noch mehr, was wir in so einen Teams-Kanal einhängen können. Also ich kann in einen Teams-Kanal natürlich auch die Aufgaben hinzufügen, ne? Also über dieses Pluszeichen kann ich auch weitere Registerkarten hinzufügen. Und da habe ich mal einen sogenannten Aufgabenplaner habe ich hinzugefügt. Der kann sich auch in diesem Teams-Kanal dann quasi öffnen. Ich zeige es mal im anderen Browserfenster. Ne? Das ist das mit der Demo. Ne? Das ist das mit der Demo, dass man immer denkt, ah, man will das alles zeigen. So, also hier war nochmal der SharePoint, ne? Und da ist das Excel-Dokument und das mache ich jetzt mal zu und irgendwann komme ich dann an die Stelle. Also das ist ein Planner, ein Aufgabenplanner. Also Microsoft empfiehlt, für kleine und mittlere Projekte können wir die Aufgaben in diesem Aufgabenplanner quasi verwalten. Der hat auch eine eigene Website, der ist eine eigene App. Na, da gibt es auch den sogenannten Planner Hub, wo ich als verantwortliche Person über mehrere Planner auch so einen Überblick kriege, so ein Management Board. Das ist der Planner im Browser, der Planner Hub. Und da kann ich auch sehen, alle Aufgaben, die mir zugewiesen sind. Das kann ich auch in Teams sehen. Ne? Da ist eine Sammlung aus allen Plannerboards. Und dann kann ich hier entsprechend mir diesen Aufgabenplanner nehmen. Und wer mal mit einem Kanban-Board gearbeitet hat, der kennt schon sowas. Hier kann man in sogenannten Buckets, in Themenbereichen Aufgaben erstellen. Ne? Die kann ich hier einstellen und ich kann die Aufgaben auch mal umgruppieren, also mal nach Fälligkeitsdatum mir angezeigen lassen, nach Priorität, ne? Dringend, wichtig, mittel, nicht so wichtig, ne? Kann das auch rüberschieben, wie in so einem Kanban-Board, das ist vielleicht doch nicht so wichtig, das hat jetzt eine niedrige Prio. Ich kann es nach Status quasi sortieren, nicht begonnen, in Arbeit erledigt, ne? Den haben wir jetzt schon angefangen, den Budgetplan. Und das mit den Projektzielen haben wir vielleicht schon erledigt. Also ich kann quasi hier per Drag and Drop, per Drag and Drop das Ganze auch schön darstellen. Also Planner wird jetzt von Microsoft auch komplett überarbeitet. Wenn Sie vielleicht mit Planner schon mal gearbeitet haben und sagen, ah, da waren so Sachen, die gehen noch schöner. Ja, hat Microsoft auch so gesehen. Eigentlich soll das jetzt im März kommen. März, April 2024 wird es einen neuen Planner geben. Der wird dann verheiratet mit der Software Project in the Web. Also nicht mit der Desktop MS Project Software, sondern mit der Web-Variante von MS Project. Und mithilfe dieser Verheiratung von zwei Systemen wird der auch noch mächtiger werden. Ich kann mit Vorlagen arbeiten. Ich kann verschiedene Dinge noch tun, die ich jetzt noch nicht kann. Also falls Sie den schon mal benutzt haben und er war Ihnen nicht mächtig genug, warten Sie noch ein paar Tage und probieren Sie mal dann den neuen Planner und Sie werden bestimmt sehen, dass das jetzt noch umfangreicher und noch besser geworden ist. Also das würde ich Ihnen auch hier empfehlen. Es gibt auch eine Diagrammansicht, das habe ich noch nicht gezeigt. Es gibt eine Zeitplanansicht, es gibt eine Rasteransicht. Also schauen Sie sich den Planner mal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Planner ist immer für die Aufgaben meines Projektteams. Für meine eigenen Aufgaben gibt es die Software To-Do. Die habe ich heute weggelassen, die besprechen wir jetzt nicht. Wir haben ja nur eine knappe Stunde, aber es gibt auch was für die Eigenorganisation und das ist jetzt die Teamorganisation. Ne? Das ist die Organisation meiner Teamaufgaben. Es gibt auch die Möglichkeit, mehr als einen Planner in einem Team zu nutzen und vielleicht nur ein Tipp, ne, so Quick-Tipp, ich kann einen Plan auch kopieren. Also Sie können den von einem Projekt zum anderen kopieren oder wenn der einfach so voll ist, dass man hin und her scrollt, dass man sagt, jetzt haben wir dieses Jahr den Plannerplan gehabt und in 2025 kopiere ich mir die Aufgaben, schmeiß alles Alte raus, ne, und kopiere den ganzen Plan, damit wir frisch und neu anfangen können. Ne. Da hätte ich auch
gute Tipps für Sie, aber schauen wir mal, wir müssen ja weitergehen. Also jetzt haben wir schon gesagt, wir arbeiten in Teams-Kanälen, ne? Wir arbeiten in Teams-Kanälen und na, wo ist denn meine Teams-Software abgeblieben? Da ist die Teams-Software. In den Teams-Kanälen arbeiten wir, na, in dem Bereich Team in Teams arbeiten wir mit Teams. Ich gehe da mal rein und in den Kanälen haben wir die Kommunikation, die Dokumentation und jetzt können wir vielleicht, na, dann haben wir hier den Planner, haben wir die Teamaufgaben für unser Team und jetzt könnten wir natürlich noch weitergehen und das erweitern. Und eine Sache, die ich hier erstellt habe, ist eine sogenannte Microsoft List. Das ist ein sehr interessantes Tool. Also ich kann quasi mein Team Informationen eingeben lassen in eine Liste. Das gibt es einmal in der Browserausführung. Ne? Es gibt natürlich, ich kann das in meinen Teamkanal mit einblenden. Nein, ich kann das in meinen Teamkanal mit einblenden. Habe ich jetzt hier eingeblendet. Es gibt aber auch eine Desktop-App. Ich rufe die jetzt mal auf. Ne? Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Problemverfolgungsliste erstellt. Ne, die schaut bombastisch aus, aber das ist ein Microsoft-Template. Also es gibt von Microsoft viele schöne Listen-Templates, die man sich auch anpassen kann auf seine eigenen Bedürfnisse. Und dort können jetzt meine Leute, ne, hier das Formular ausfüllen. Und vielleicht haben wir da irgendeine neue Statik-Software oder was auch immer und die sollen das testen. Und wenn die ein Problem finden, dann können die dieses Formular hier ausfüllen, ne? Und dann wird das Problem erfasst. Ich kann es einer Person zuweisen. Es gibt ein Meldedatum, es gibt ein Fälligkeitsdatum. Kann ich alles erweitern. Ich könnte Screenshots einbinden von der Problemstellung und so weiter und so fort. Was jetzt in den Listen ganz nett ist, auch was relativ neu ist, ich kann den Link zum Formular rauskopieren und den könnte ich jetzt meinem Team über den Teams-Kanal zur Verfügung stellen. Na, und dann können die das Formular anklicken und dann sage ich, meldet doch hier die Probleme. Wichtig ist nur, dass die Leute auch in dieser Liste, die wird auf dem SharePoint gelagert, na, dass die Leute über diese auf den SharePoint, sprich unser Team, auch Bearbeitungszugriff haben. Sonst können die das nicht nutzen, so eine Liste. Ja, und Sie sehen ja, die Liste ist schon gut befüllt, ne? Mittlerweile kann man da auch Farbmarkierung, das ist auch relativ neu, dass ich quasi bedingte Formatierung, ne? Wenn es eine kritische Sache ist, dann wird die rot gefärbt. Wenn es wichtig ist, ist sie gelb. Wenn es normal ist, na, dann ist es grün und so weiter. Da können Sie sich eine Farbsymbolik überlegen. Und es gibt auch sowas wie einen Ansichtenwechsler. Also ich kann sagen, zeig mir nur das alte Zeug, was schon länger nicht erledigt ist. Zeig mir die zuletzt gemeldeten Probleme. Zeig mir Probleme gruppiert nach Zuständigkeit an. Na, das, also ich kann die Daten, die in so einer Liste sind, kann ich quasi formen, na, wie ich möchte, kann die in verschiedenen Ansichten anzeigen und gibt zum Beispiel auch sowas wie eine Board-Ansicht. Also wenn Ihnen das vom Planner gefällt, dieses Kanban-Schieben hin und her, das kann ich auch in diesen Listen nutzen und das, dieses Objekt da, das hat noch keinen, das hat hier noch keinen Status. Na, und die wird sagen, das ist jetzt schon mal in Arbeit. Na, und dann schiebe ich das hier hin und dann wird es hier quasi bearbeitet. Und dann kann ich es natürlich auch weiterschieben in erledigt, wenn das Problem dann erledigt sein sollte. Also Sie können die vollen Vorteile von Microsoft 365 in diese Ansichten auch mit reinnehmen. Also es gibt für jeden Anwendungsfall, kann ich eine Liste finden und wenn es kein Template gibt, kann ich mir das selber bauen. Ich kann bestehende kopieren. Ne? Also ist eine schöne Sache, würde ich Ihnen sehr empfehlen. Beschäftigen Sie sich mit Microsoft Lists, wenn Sie in großen Excel-Mappen leben. Vielleicht ist so eine Liste auch eine Alternative. Das kann ich noch zeigen. Rechte Maustaste, auch die List-Items werden versioniert und dann kann ich entsprechend sehen, wer hat wann, ne, in welcher Zelle entsprechend welche Änderung gemacht. Nächster Tipp.
Wir wollen ja nicht alles von Hand machen. Ne? Klar, wir können jetzt diese Liste befüllen, können wir übrigens auch nach Excel exportieren, wenn einer die Daten in Excel weiterverarbeiten will. Aber wir möchten ja vielleicht mitbekommen, wenn in dieser Liste irgendetwas passiert. Ne? Also Dokumente kann ich eine E-Mail-Benachrichtigung mehr einstellen. Schickt mir eine Mail, wenn ein Dokument dazukommt, oder schickt mir was, wenn einer was löscht, damit mir nicht irgendeiner meine Dokumente quasi quasi von unter meinen Augen da weglöscht. Ich kann natürlich auch noch andere Dinge tun. Ich kann innerhalb meiner Liste kann ich automatisieren. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Da gibt es zum Beispiel einmal die Option automatisieren. Und dann könnte ich mich erinnern lassen an eine Fälligkeit. Also wenn es irgendeinen Meilenstein gibt, wenn es irgendeinen Zeitpunkt X gibt, zu dem irgendwas erledigt sein muss, hier wie diese Problemverfolgung, dann kann ich jetzt sagen, schick mir doch bitte, ne, ich sag mal, nach Fälligkeitsdatum, schick mir doch bitte mal eine Erinnerung per E-Mail. Kann ja dann wieder löschen, ne? Die E-Mail-Flut soll ja weg, aber ein Reminder muss ja nicht ewig aufgehoben werden. Jetzt sagt ich möchte gerne eine E-Mail-Erinnerung erhalten, keine Ahnung, 4 Tage vor Ablauf eines Objekts. Und jetzt kann ich das auf Erstellen drücken. Und jetzt habe ich bereits eine Automatisierung. Also ich habe bereits eine Automatisierung vorgenommen. Es wurde ganz einfach, ne? Da muss man nicht programmieren können. Das ist wirklich eine ganz einfache Geschichte. Und jetzt habe ich einen Erinnerungsflow erstellt und jetzt schickte mir 4 Tage vor Ablauf von so einem Objekt, schickte mir eine Erinnerung. Und dann, wenn ich Projektleitung bin, kann ich mich darum kümmern, dass meine Kollegen, meine Kolleginnen sich da drum kümmern und das Ding halt rechtzeitig bearbeiten. Ich kann aber auch noch weitergehen. Ich kann noch integrieren. Ne? Ich kann in diese ganze Geschichte, kann ich noch integrieren, das Power Automate. Ne? Also hier habe ich die Integration von Power Automate und dort könnte ich auch Workflows erstellen. Das habe ich früher den Leuten ungern gezeigt, weil das war schwierig und man musste ein bisschen, also Programmierkenntnisse, wenn man sie hatte, haben nicht geschadet. Das war nicht ganz so selbsterklärend. Mittlerweile gibt es auch in den Listen die Integration von Copilot, der künstlichen Intelligenz von Microsoft. Und da kann ich dann, wenn ich sage, ich möchte etwas automatisieren, kann ich das mit eigenen Worten schildern. Ne? Und ne, jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, in diesem Power Automate, erstelle, na, das habe ich schon mal gemacht, erstelle eine Aufgabe im Planner, wenn ein Problem in dieser Problemverfolgungsliste gemeldet wird. Ne? Oder erstelle eine Nachricht in einem Teams-Kanal, wenn ein Listeneintrag neu erstellt wird. Ne? Also das ist jetzt nicht schwierig. Da ist das Tippen schwieriger wie das Formulieren, wie Sie sehen. Ne? Also hier erstelle eine Nachricht in einem Teams-Kanal, wenn ein Listeneintrag neu erstellt wird. Und dann sage ich generieren und dann läuft die künstliche Intelligenz los und baut für mich diesen Flow. Na, und natürlich muss ich da so auf Weiter drücken und dann kann ich den Flow erstellen. Und dann muss ich den natürlich noch anpassen, weil der weiß ja noch nicht, welche Liste, welcher Teams-Kanal. Aber das ist eine ganz einfache Sache. Um ganz ehrlich zu sein, manche Dinge sind einfacher wie die anderen. Ne? Aber hier entsprechend erstellen von diesem Flow, das ist sehr, sehr einfach. Ne? Das habe ich schon, das ist schon getestet, das funktioniert. Ne? Und dann habe ich hier eine Liste meiner Flows, die habe ich natürlich geteilt mit meinen Kollegen. Und wenn ich jetzt in diese Problemliste ein Problem eintrage, dann erhalten meine Kollegen in ihrem Teams-Kanal eine automatisierte Nachricht. Ne? So würde die jetzt ausschauen, liebes Team, ein neues Problem wurde erstellt und dann kriegen die einen Hinweis, vielleicht lassen die sich ja benachrichtigen, ui, da kommt was, ah, und das muss sie bearbeiten. Also habe ich quasi mit Automatisierung hier gearbeitet und das ist wirklich
super einfach. Na, also das mit eigenen Worten beschreiben, das kriegt man hin. Ich kann nicht versprechen, dass es für jeden Use Case funktioniert, aber für so eine einfache Sache, große Wirkung, würde ich sagen. Also Power Automate auch, ist natürlich eine umfangreiche Software, aber würde sich gegebenenfalls lohnen, sich auch damit mal auseinanderzusetzen. Jetzt komme ich noch zum nächsten Thema, was ich Ihnen zeigen möchte. Na, ich möchte jetzt, das möchte ich jetzt bestimmt nicht. Ich möchte noch einmal zurück. Ich möchte noch einmal zurück in in Teams. Das hatte ich ja hier auch schon vorbereitet. Wo ist denn das abgeblieben? Windows 11 hat so einen Überlauf. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Also, ich gehe jetzt mal raus aus meinem Team, gehe in meinen Kalender, ne, und dort in die Tagesansicht. Kleiner Tipp für die, die unter ineffizienten Meetings leiden. Also wenn Sie sagen, jetzt haben wir wieder geredet und es kommt nichts dabei raus. Sie können jetzt in der Vorbereitung, ich mache mal diese Besprechung hier, ich öffne mal die Besprechung zum Bearbeiten. Wenn Sie in einer neuen Teams-Besprechung im Teams-Kalender nach unten scrollen, dann bekommen Sie hier die Möglichkeit, Besprechungsnotizen anzufügen. Und das habe ich schon mal gemacht. Also hier haben wir Besprechungsnotizen. Das ist eine sogenannte Loop-Komponente. Besprechen wir im Seminar auch ausführlich, Arbeit mit Loop-Komponenten. Das ist eine interaktive App. Die kann ich natürlich gestalten. Also ich kann zum Beispiel hier eine Agenda gestalten, die ich meinen Kollegen gleich mitschicke ins Projekt. Ne? Und das geht dann an die, das geht in deren Kalender, die können das aufmachen, die Eingeladenen. Und wenn dann irgendeiner, ne, irgend so einer hat eine Idee und sagt, können wir nicht das Thema 3 nach oben, ich muss früher weg und bla bla bla, ne, das kennen Sie schon, bitte verschiebt diesen Agenda-Punkt. Also, dass wir überhaupt eine Agenda haben, ist ja schon toll. Aber jetzt wollen die Änderungen haben. Ne? Das heißt, dann kann ich sagen, lieber Kollege, ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden, bitte öffne dir diese Besprechung in dem Teams-Kalender und dann kannst du das selber verschieben. Na, also diese Tools sind interaktiv, auch nach dem Losschicken können die noch bearbeitet werden. Momentan nur im Zugriff für interne Mitglieder, na, das muss man dazu sagen, aber wenn wir viel mit internen zusammenarbeiten, super Sache. Na, das ist eine sogenannte Loop-Komponente, das ist wirklich ein Quick-Win. Na, also wenn ich jetzt hier neue Besprechung plane, na, dann habe ich Agenda hinzufügen, da klicke ich drauf. Besser ist, ich hätte vorher den Namen noch hinzugefügt, aber egal. Ne? So, und jetzt kann ich die Agenda hier erstellen und dann haben die Kollegen das gleich dabei. Und zum Nachbereiten haben wir Besprechungsnotizen und Folgeaufgaben und die Aufgaben kann ich auch in so einer Boardsicht, so einem Kanban wieder hin und her schieben, so ein Mini-Blender in meiner Teams-Besprechung. Ne? Also super Sache, Loop-Komponenten, beschäftigen Sie sich auch damit. Ne? So. Und das letzte Beispiel, muss ja immer auf die Uhrzeit gucken, den letzten Punkt, den ich Ihnen noch mitbringen möchte, ist der Einsatz von Copilot. Das haben Sie bestimmt gehört. Microsoft hat jetzt die künstliche Intelligenz in das Office-Paket gebracht und die App, die da genutzt wird, ne? Wer es jetzt vielleicht noch nicht, aber Sie haben es bestimmt schon gehört. Die App, die da genutzt wird, heißt Microsoft Copilot. Die Bilder in diesem Abschnitt haben wir übrigens alle durch KI generieren lassen. Ne? Das ist kein Mensch, der Copilot. Das ist natürlich eine künstliche Intelligenz. Können Sie sich ein bisschen durchlesen, was ich Ihnen da so mitgebracht habe auf meinen Folien. Und Copilot ist nicht Bestandteil der normalen Microsoft-Lizenz. Na, da muss das Unternehmen noch on top zukaufen. Und das ist nicht ganz günstig. Also wenn wir es vielleicht nicht allen Kollegen am Anfang mal geben können, es sei denn, sie sagen, wir wollen alle top ausstatten und dann kriegt jeder so eine Copilot-Lizenz noch on top. Aber ich kann mit dem Copilot dann sehr viel machen. Das ist ein Text, na, das ist ein Text, eine textbasierte künstliche Intelligenz, was die besonders gut kann, ist mit Texten arbeiten. Ich habe zum Beispiel, ein Beispiel, ich habe eine E-Mail. Okay, ist jetzt keine
persönliche E-Mail an mich, da würden sich meine Mailpartner schön bedanken. Das hat ein Microsoft-Mitarbeiter, da bin ich Mitglied in so einem, ne, würde ich empfehlen, Mark Cashman, der ist zuständig für die Listen bei Microsoft. Also wem die Listen gefallen hat, googeln Sie nach Mark Cashman, kann ich empfehlen. Der hat einen super Newsletter. Und jetzt ist ein Newsletter gekommen. Sie sind bestimmt in Ihrer Projektarbeit auch stark eingebunden. Wollen Sie das wirklich durchlesen? Nee, ich möchte eine Zusammenfassung generieren. Ne? Und jetzt kann ich hier eine Zusammenfassung generieren lassen von dem Copilot. Ne? Das dauert dann ein bisschen. Ihr habt das schon vorbereitet. Und dann sehen wir, Mark Cashman schreibt über die Konferenz, bla bla bla, wann findet die statt, wie viel kostet das, es gibt eine Party. Also er hat jetzt mir quasi zusammengefasst die Inhalte, er hat sogar translated, ich muss es noch nicht mal in Englisch lesen und jetzt weiß ich Details über diese E-Mail und das macht er eben auch so wunderschön bei diesen riesen E-Mail-Threads, ne, wo es so hin und her geht und der sagt das und der macht jenes, da habe ich Ihnen auch in meinem PowerPoint einen Screenshot reingegeben, ne? So, ne, hier, der hat mir eine Teilnehmerliste geschickt und die eine sagt ab und dann bla bla bla. Dieses ganze Zeug, das hin und her, lasse ich jetzt zusammenfassen von dem Copilot und dann habe ich das kurz und prägnant, egal an welcher Stelle von diesem E-Mail-Faden ich mich einklinke, habe ich immer die komplette Zusammenfassung. Das finde ich persönlich super. Ne? Copilot hat natürlich noch viele Möglichkeiten. Ne, ich habe zum Beispiel eine Präsentation erstellen lassen auf Grundlage eines Programms. Hier, ich habe es mal vorgeholt. Ich habe dem gesagt, erstelle eine Präsentation aus einer bestehenden Datei mit mindestens 4 Folien. Ganze Sätze soll er schreiben, schön soll er es machen. Und dann hat er mir eine Gliederung entwickelt für mein, na, wenn Sie jetzt einen Projektplan haben, dann sagen Sie dem, mach mal eine Präsentation für einen Kunden oder für die Firma, für den Chef, die Chefin. Dann macht er mir eine Gliederung. Und dann, das hat er mir ausgeworfen. Ich habe es noch ein bisschen aufgehübscht mit dem sogenannten Foliendesigner. Aber im Grunde genommen ist ja schon die Tatsache, dass er mir das Präsentationserstellen abgenommen hat. Na, vielleicht, wenn Sie schulpflichtige Menschen zu Hause haben, weiß ich nicht, ob man es empfehlen soll für die Schule, aber zumindest ein erster Entwurf ist das schon mal. Also zusammenfassen, erstellen aus Dokumenten, super Sache. Der kann auch E-Mail-Texte, ne, der kann auch E-Mail-Texte verfassen. Ich glaube, ihr habt das auch hier, habe ich das auch als App in meinem Microsoft 365-Bündel. Ne? Und jetzt könnt ihr dem zum Beispiel sagen lassen, such mal alles raus, was zu dem Projekt in der letzten Zeit gelaufen ist, welche Aktivitäten gab es oder schreib mir mal einen Text oder schreib mir eine E-Mail. Na, ich glaube, schreib mir mal eine E-Mail und dann hatte das geschrieben zu einem Thema, das ich vorgeschlagen habe und das hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, diese E-Mail befindet euch alle in guter Gesundheit und Stimmung. Also so schreibe ich meinen Kollegen nicht. Dann habe ich weiter gesagt, Moment, bitte formeller gestalten und Gesundheit nicht erwähnen. Wollen wir jetzt nicht, also Befindlichkeiten brauchen wir dann nicht für so eine Einladung. So, und dann habe ich hier entsprechend jetzt einen schöneren, formelleren Text und das Ganze habe ich jetzt hier auf dieser Copilot-App Page gemacht, das kann ich aber auch direkt in meinem Outlook machen, kann im Outlook sagen, Texte mal und der coacht mich auch, ne? Der liest, ich kann sagen, lies mal die Mail, kann ich diese abschicken? Ist wieder Kollege, die Kollegin, die mir vielleicht ruft und sagt, ist das höflich genug, was meinst? Das muss ich nicht mehr, ne? Der Kollege sitzt ja vielleicht im Homeoffice oder so, der kann mir nicht über die Schulter gucken, aber der Copilot, der ist da für mich, ne? Und der kann entsprechend mir der kann mir entsprechend hier Hilfestellung geben. Also ich gucke auf die Uhr, 11.49 Uhr, ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Das war jetzt natürlich schnell und ich konnte nicht in die Details gehen, ne? Aber ich habe es geschafft, dass wir entsprechend da ans Ende gekommen sind. Falls Sie ein bisschen neugierig geworden sind auf dieses längere Seminar, könnte man nochmals kennen, aber Sie kriegen das ja alles und ich sehe der Herr Reinisch, der hat sie auch schon zugeschaltet. Der will mich nämlich erinnern, dass es 11.50 Uhr ist und Sie Ihre Fragen doch stellen wollten.
Ja, vielen Dank, Angela Schnellert, für den spannenden Vortrag und die Einblicke in die Möglichkeiten von Microsoft 365. Fand ich sehr spannend. Ja, es war natürlich nur möglich, innerhalb dieser knappen Stunden für einen groben Einblick. Und es wurden einige Fragen gestellt. Da schauen wir, dass wir noch möglichst viele beantworten können.